Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny und heute mit etwas ganz, ganz, ganz Besonderem, denn ihr werdet es natürlich schon am Thumbnail gesehen haben, es ist ein verhülltes Model Y in Kalifornien gesichtet worden. Und der Reddit-Nutzer Jack Jack hat den gesichtet. Und hier ist jetzt die Frage, ist es das Unipaar? Wir gehen natürlich stark davon aus, dass es das Unipaar ist. Das heißt, abgegradet vorne und hinten. Denn es ist auch vorne und hinten verhüllt gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe auch noch ein bisschen auf X rumgeschaut und da gibt es natürlich jetzt auch einige Renderings, wo man sieht, dass das, ja, dass das ein abgegradetes Model Y sein kann. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, will man uns nur ein bisschen ärgern, dass man da irgendein stinknormales Y genommen hat und hat das einfach vorne und hinten verhüllt? Oder ist es wirklich das Unipaar? Ich gehe natürlich stark davon aus, dass es das Unipaar ist, denn einige haben auch auf X geschrieben, dass es genau zu diesem Zeitpunkt, also circa 6 bis 7 Monate, ein verhülltes Highland gegeben hat, genau zu diesem Zeitpunkt, und dann wurde es dann nämlich veröffentlicht. Das könnte jetzt genau dieser Zeitpunkt sein, denn wir erinnern uns, Elon hat ja gesagt, 25 kommt es nicht mehr. Er sagte ja nur, dass es nicht mehr kommt für den Kauf. Er hat ja nicht gesagt, dass es dann nicht schon rumfahren könnte. Also ich gehe stark davon aus, dass es genau dieses Modell sein wird, dass es ein verhülltes Y-Upgrade-Modell war. Und wir sehen auch ganz klar, also die Front, wenn man jetzt diese Maße nehmen würde, die man da so sieht, das ist etwas, wie nennt man das? Dass es etwas kantig ist vorne, dass es quasi mehr Platz hat und dann diese schmalen Scheinwerfer haben wird. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ob es genauso aussehen wird wie das Highland, das müssen wir abwarten. Aber Fakt ist eins, es sind Bilder aufgetaucht und das wollte ich auf jeden Fall mit euch heute hier teilen. Ich packe euch hier auch sämtliche Bilder rein, die ich so auf X gefunden habe, weil es gab zwar nur das eine von dem Reddit-User Jack Jack, aber es sind ja einige Renderings dadurch entstanden und die packe ich euch einfach hier mit rein. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das genau jetzt der Zeitpunkt ist, wo es losgehen wird, dass es ein abgegradetes Model Y Unipaar gewesen ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, will man uns ärgern oder ist es tatsächlich so? Ich denke, jetzt bleibt es abzuwarten, ob wir noch mehrere davon sichten werden, auch hier in Europa eventuell, Norwegen, Schweden, wo ja gerne mal getestet wird, da müssen wir mal abwarten. Ihr werdet mit Sicherheit auch die Frage stellen, ob ich mir vorstellen könnte, dann auf das Unipaar abzugraden. Und ja, da muss ich euch ganz klar sagen, ich könnte mir vorstellen, auf ein Model Y Unipaar abzugraden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich unbedingt, wenn es dann so sein sollte, auf die belüfteten Sitze hoffe und natürlich auf das Ambiente-Licht. Ansonsten wäre ich dann wirklich mit dem Tesla so weit glücklich, auch mit den ganzen Upgrades von Software, von allen möglichen anderen Sachen, die da so kommen, wäre ich dann absolut begeistert. Und das wäre dann genau auch das, was ich mir wünschen würde und erhoffen würde natürlich. Ja, also das sind so meine Top Most Wanted. Also auf jeden Fall Sitzbelüftung, was für mich sehr, sehr wichtig. Und die Ambientebeleuchtung. Ambientebeleuchtung jetzt nicht so wichtig wie die Sitzbelüftung. Denn ich habe es wieder gemerkt, wenn ich eine längere Strecke fahre und es ist relativ warm draußen, dann ist eine Sitzbelüftung auf jeden Fall vom Vorteil. Ja, und jetzt schreibt mir doch gerne eure Meinung zu dieser Sichtung in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen haben sollte, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, wenn du hier rund um das Thema Tesla nichts mehr verpassen möchtest. Dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Das Ganze ist kostenlos, aber nicht umsonst. Und jetzt hat der YouTube-Algorithmus hier für dich noch ein Video und hier noch ein Video vorbereitet. Und ich sage wie immer, ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer du das Video gesehen hast. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers.